Es gibt Autoren, die begleiten mich fast ein Leben lang. Gabi Hauptmann gehört dazu. Seit 10 Jahren treffen wir uns regelmäßig. Diesmal besuche ich sie am Bodensee. Dumm nur, dass zu wenig Wasser im See ist und ich eigentlich wackelige Situationen meide. Da hilft stets ein Stoßgebet und natürlich auch sich mit dem Boot anfreunden. Ja, was für ein Charakter hat dieses Boot? Beschreib mal, wenn das ein Mensch wäre. Ziemlich griffig, ne? Also kann langsam, kann brummeln, kann, wie jetzt ist er zufrieden. Ich höre, sie ist zufrieden, sie ist gelaufen und dann mag sie das. Und dann kann sie aber auch mal richtig gut Gas geben. Also ist ein ziemlicher, sie zündet als Charakter. Das trifft auch auf ihre Besitzerin zu, die bekannt ist, dass sie die Geschwindigkeit liebt. Bisher hat sie ihr Leben mit Vollgas geführt, einen Bestseller nach dem anderen geschrieben. Doch bei ihrem neuen Roman spürt man, dass sich etwas geändert hat. Die Lebensmitte ist überschritten und der ein oder andere Zweifel muss sich doch breit gemacht haben. Midlife-Crisis, also Midlife-Crisis nicht. Ich glaube, das haben nur Männer mit 50. Also mir war das eigentlich total egal. Bei mir ist es eher so, ich glaube, ich habe es herbeigeschrieben. Ich habe mich ja dann auch getrennt. Das heißt, wir haben uns getrennt. Und möglicherweise habe ich so ein bisschen reflektiert, während ich geschrieben habe, wo ich eigentlich hintrifte, was mein ursprünglicher Wunsch war und was daraus geworden ist. Und möglicherweise habe ich mir das selber so das aufgeblättert. Hängepartie heißt die Fortsetzung ihres Mega-Erfolgs. Suche impotenten Mann fürs Leben. Ein Teil der Honorare muss in diesem 500 PS-Boot stecken, das Gabi Hauptmann elegant über den Bodensee steuert. Viel von ihr steckt auch in dem Charakter der Hauptfigur, die Carmen heißt und keine Freundin von Traurigkeit ist. Sie versucht sich ja dann wieder neu zu definieren und zu schauen, wo ihre Attraktivität eigentlich noch liegt. Und da gehört natürlich Sex schon auch dazu. Also ich finde, je älter du wirst, umso mehr Spaß macht Sex, weil man viele Dinge, die man vorher so ausprobiert hat, gar nicht mehr unbedingt braucht, sondern man kann sich mehr auf sich selber konzentrieren, auf das, was man spürt und auch haben will. Also gesehen, denke ich mir, macht Carmen in der Hängepartie genau das Richtige. Da sprudelt es wieder, dieses charmante Selbstbewusstsein, das die Leserinnen von Gabi Hauptmanns Bücher so lieben. Man bezeichnet das gerne als Frauenliteratur, aber ich glaube, dass auch Männer so etwas gerne lesen, einfach um das weibliche Geschlecht besser zu verstehen. Und auch ich werde ruhiger, entspanne mich und denke nicht mehr an den Rettungsring auf dem Rücksitz. Alle wollen eigentlich nur noch spielen. Und Carmen ist eigentlich die Einzige, die eben nicht spielen will. Die will eigentlich ihr Leben weiterführen und zwar auf eine möglichst gute Art. Für sich selbst dann auch authentisch zu sein und zu bleiben. Und, aber sie hat nur noch Spieljungen um sich herum. Ne? Irgendwo auch die Frauen. Es werden ganz viele Figuren geschoben einfach. Deswegen Hängepartie. Ich fand es passend. Es ist schlichter. Aber suche einen potenten Mann fürs Leben oder suche potenten Mann fürs Leben wäre ja ziemlich einfallslos gewesen. Nein, die Amazone ist nicht defekt. Gabi Hauptmann will nur mal mit der Technik spielen. So wie wir Männer und ich darf auch einmal ans Steuer. Jetzt nur cool aussehen. Flux wird ein Foto gemacht und auch Thomas, der Tonassistent, darf mal ran. Er wird in Gabis Handy verewigt, so wie unser Kameramann Norbert. Es war ein schöner Kerletag mit einer Frau, aber es muss noch die finale Frage gestellt werden. Ja, gibt es etwas in deinem Leben, was du bereut hast? Ach ja, vielleicht, dass ich viel zu viel Geld in viel zu viele Männer investiert habe.